Etwa anderthalb Jahre dauerte der Prozess gegen den mutmaßlichen NS-Verbrecher Demjanjuk vor dem Landgericht München. Heute soll das Urteil fallen. Am Vormittag schlossen die Richter die Beweisaufnahme ab. Die Staatsanwaltschaft wirft dem mittlerweile 91-jährigen Demjanjuk vor, während der NS-Zeit bei der Ermordung von mehr als 27.000 Juden geholfen zu haben. Sie fordert 6 Jahre Haft. Die Verteidigung plädiert auf Freispruch. Eva Frisch in München, als letzter großer NS-Verbrecherprozess wird das Verfahren gegen Demjanjuk bezeichnet, heute das Urteil. Was zeichnet sich denn da ab? Also es deutet wohl alles auf eine Verurteilung hin. Davon gehen zumindest die meisten Prozessbeobachter, mit denen wir hier am Vormittag nochmal gesprochen haben, am Münchner Landgericht aus. Ein Indiz dafür ist auch, dass das Gericht jeglichen Antrag auf Haftverschonung von John Demjanjuk abgewiesen hat. Also er blieb über die 18 Monate des Verfahrens in Haft. Das deutet wohl darauf hin, dass das Gericht der Ansicht war, dass an den Vorwürfen gegen John Demjanjuk tatsächlich etwas dran ist. Vor allem die Überlebenden und Angehörigen der Opfer hoffen natürlich auf eine Verurteilung. Viele von ihnen sind heute hier nach München gekommen. Eine andere Sache ist das Strafmaß. Die Staatsanwaltschaft hat ja 6 Jahre gefordert. Da wissen wir bei der Urteilsverkündung in circa einer halben Stunde mehr. Demjanjuk stand nicht an der Spitze der Befehlskette. Würde eine Verurteilung heute möglicherweise auch weitreichendere Folge haben für andere Fälle etwa? Das ist richtig. Das wäre ein Novum in der deutschen Rechtsgeschichte, denn dann würde jemand verurteilt werden, die man keine Einzeltat nachweisen kann. Es gibt ja keine lebenden Zeugen mehr und es würde auch ein ausländischer Helfer des NS-Massenmords verurteilt werden. Viele von denen kamen ja bisher immer ungeschoren davon. Und das wiederum könnte mehr Arbeit bedeuten für die deutsche Justiz. Wir haben auch die Informationen, dass die Münchner Staatsanwaltschaft bereits in weiteren Fällen ermittelt. Also da könnte mehr Arbeit zukommen auf die deutsche Justiz. Eva Frisch, vielen Dank für diese Information. Vielen Dank nach München.